siebter Tag heute. Sonne kommt raus, wärmt mich ein bisschen, ist echt noch kalt. Frühstück ist gemacht, da ist die Wäsche. Ich habe herausgefunden, warum meine Klamotten nass sind. Ich dachte erst, naja, ich habe Sachen aus der Kühlung reingetan und Kondenswasser, aber es war schon komisch, weil oben die waren trocken und unten die waren nass, als wäre das Wasser von unten gekommen. Und jetzt, mal gucken, ob man das sieht. Sieht man da den hellen Strich da? Und wenn ich hier so ein bisschen ziehe, an der Seite auch, meine Taschen sind durch. Also im nächsten Laden wieder einen Plastikbeutel mitnehmen, alles im Plastikbeutel packen. Ich bin jetzt von da gekommen und der Radweg geht jetzt nach hier. Hier ist eine Bank und es ist genau 10 Kilometer und wir versuchen heute wieder es ruhig angehen zu lassen, alle 10 Kilometer eine Pause zu machen. Gegebenenfalls einen Kochtopfdeckel mitzunehmen, ich weiß es nicht, dass die Leute so alles liegen lassen. Naja, und dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann geht's weiter. Die nächsten 10 Kilometer sind noch nicht ganz erreicht, aber wenn es hier so einen schönen Unterstand gibt, dann machen wir noch mal eine Pause. Das ist noch nicht trocken. Das Oberteil war schon trocken, das habe ich jetzt in den ungewidmeten Beutel getan. Meine Jacke trocknet, ich trockne, denn ich schwitze unter der Regenjacke natürlich. Der Hund findet zu mittel. Naja, Pause. Vor uns auf dem Berg steht irgendein Burgüberrest. Und wenn ich jetzt Nerven hätte und nicht weiterfahren wollte, würde ich ein Beiklein rausholen und gucken, was das ist. Aber so muss ich es mir merken, in der Hoffnung, dass ich es mir merke und das mal später machen und dann einblenden. Hier am Seesportclub Schwedt kann man auch übernachten. Aber ich fahre noch ein bisschen weiter. Ist ja noch nicht mal um 12. Heute geht noch was. Weniger reden, mehr auf den Weg achten. Und das ist der Campingplatz Stromcamp, Stroharmcamp. Und der sieht zwar aus, als wäre hier Baustelle, aber das ist einfach nur der Campingplatz. Die haben online stehen, dass sie montags bis donnerstags Bauarbeiten haben. Dass man entsprechend günstiger hier übernachten kann. Und mit günstig ist dann für uns 26 Euro. Wir sind raus aus Schwedt. Eigentlich wollte ich ja hier Mittag machen, aber irgendwie die gesamte Uferpromenade und der gesamte Radweg, die haben so Kurparkcharakter und ist total schön mit Bänken und Spielplätzen und was weiß ich nicht alles, aber man sitzt halt so voll auf dem Präsentierteller. Das war mir jetzt nichts. Ich hoffe, dass jetzt hier demnächst was kommt und dann mache ich da Mittagspause. Thank you.
wir nutzen die Mittagspause gleich mal für Sachen, die man so nicht reparieren sollte. Weil der Lenker hier dicker ist als hier, rutscht die Seite immer weiter runter. Und ich habe Angst, dass das hier so viele, also das ist ja nie dafür gedacht, dass hier irgendwelche Kräfte aufgenommen werden. Deswegen habe ich es jetzt locker geschraubt, mühsam, weil mein Bit zwar passt, aber mein Bithalter hier dafür zu groß ist. Hab's wieder zusammengedrückt und hab's jetzt so ein bisschen mit Kabelbinder gesichert, mit sehr dünnen Kabelbinder. Ich habe keine dickeren, das muss nochmal besser gemacht werden. Aber jetzt hält's erstmal und ich guck's mir nie die ganze Zeit an und denke, oh Gott, das bricht gleich weg. Und da liegt mein Hund auf der Straße. So, genau. Dann habe ich noch meine Klamotten, die trocken waren, weggepackt, neue Sachen rausgetan, die jetzt trocknen können. Hier. Und jetzt esse ich was, trinke was und dann geht's weiter. Und dem Hund geht's auch gerade total schrecklich. Geht's dir total schrecklich? Ist alles ganz schlimm gerade? Jetzt nicht 3 Kilometer lang, die ganze Zeit so 20 Meter bergab, 20 Meter bergauf. Und wir sind zwei Radreisende entgegengekommen und die eine von beiden sah völlig groggy aus. Die hatte auch irgendwie das ganze Gepäck. Und ich denke, wenn die gerade mit dem ganzen Gepäck diese Strecke hier gefahren ist, dann weiß ich, warum die so groggy aussah. Ich werde mich nie wieder über Wurzelaufbrüche beschweren. Okay, das ist gelogen. Werde ich trotzdem tun. Aber die ganze Straße. Heidewitzka. Also ganz stimmt mein Computer dann doch nicht. Denn ich habe bei 28, also bei 328,6 gestern Pause gemacht oder heute früh angefangen. Und hatte 62 Kilometer vor mir. Das heißt, es hätte nur knapp über bei 390 hätte es ja sein müssen. Und jetzt dachte ich, ich komme an. Aber nee, ich habe noch ein paar Kilometer. Und jetzt geht's hier durch den Wald hoch, runter, kreuz und quer. Immer noch mit reichlich Wurzelaufbrüchen. Nur diesmal ist es eine gepflasterte Straße, da sind die nicht so scharf. Aber ach ja, ich glaube, das ist bisher der schönste Campingplatz. Da steht mein Zelt. Und da ist direkt die Wasserkante. Wir haben einen Tisch und eine Bank. Nun ja, jedenfalls kann man hier direkt auf einen Nebenarm der Oder. Ich glaube, wenn man, also es war hier vor uns jemand schwimmen, da gibt es dann da vorne irgendwo einen Einstieg. Hier wäre das eher schlecht.